Moin Leute, heute ein mega krasses Thema. Und zwar sieht es so aus, als ob wirklich ein Nachfolger gefunden wurde für den bisher am meisten verwendeten Lithium-Akku. Ja? Das ist schon für mich echt eine krasse Sensation. Der bisher verwendete Lithium-Typ, also den man am meisten so genutzt hat, heißt NMC. Das steht für Nickel, Mangan, Kobalt. Und das ist halt eigentlich so der Akku oder die Zellchemie, die man so in E-Autos findet hauptsächlich, die man in E-Bikes findet. Und eigentlich mittlerweile fast überall. Das ist halt so ein mega guter Allrounder. Der kann halt irgendwie alles. Ne? Der ist halt, hat eine super Energiedichte. Der hat eine relativ hohe Sicherheit, eine super gute Zyklenfestigkeit. Also der hält wahnsinnig lange. Also einfach so im Moment der unumstrittene König der Lithium-Akkus sozusagen. Und es sieht tatsächlich so aus, als gäbe es da was Neues. Und das finde ich total krass. Ich wundere mich auch, dass das nicht total durch die Medien geht, aber dazu später. Ja. Fangen wir erstmal an und ich erkläre euch erstmal kurz, was überhaupt diese NMC-Zellchemie bedeutet. Ja. Also was das so bisher war und worum es da überhaupt so geht. Ja. Ich versuche es mal. Also für so einen Lithium-Akku, wie wir ihn hier sehen, ist halt besonders die Zusammensetzung hier innen drin der positiven Elektrode extrem wichtig. Warum? Je nachdem, wie man die zusammensetzt, bestimmt das die Lebensdauer, es bestimmt, wie viel Energie pro Kilogramm, also wie viel Wattstunden pro Kilogramm der speichern kann, ja, also oder pro Volumen auch, ja, das heißt, wie groß ist der oder wie schwer ist der pro irgendwie 1000 Milliampere-Stunden. Also ihr könnt euch vorstellen, gerade bei so E-Mobilität ist das ein super wichtiger Wert oder auch wenn man an Flugzeuge denkt, da darf ich einfach nicht viel Gewicht haben oder sowas. Also ein sehr, sehr wichtiger Wert. Wie viel Selbstentladung hat der? Und sogar wie sicher er ist. Also da gibt es echt extreme Unterschiede, auch was die Sicherheit angeht. Und das Ganze zusammengefasst, das nennt man halt einfach die Zellchemie. Also es geht meistens immer nur um die positive Elektrode, die da drin steckt. Ja? Um die geht es halt, um die Zusammensetzung dieser Elektrode, wie ich das mache. Wie schon gesagt, also selbst für die Sicherheit so einer Zelle ist es halt mega wichtig, wie woraus diese positive Elektrode besteht. Das ist zum Beispiel so, wenn man jetzt mal so einen ganz alten Akkutyp nimmt, also einen ganz alten Lithium-Akkutyp, so Lithium-Kobaltoxid nennt man die, das ist zum Beispiel so, dass die bereits bei einer Temperatur von 150 Grad explodieren tatsächlich. Also die fangen dann an zu brennen und das auch relativ heftig, ja. Also auch die Heftigkeit dieser exothermen Reaktion ist halt mega wichtig für die Sicherheit. Nimmt man so einen neueren Akku, zum Beispiel diesen NMC-Akku, von dem ich geredet habe, da liegen wir halt schon bei 240 Grad. Also das ist halt ein Riesenunterschied, ne? Und auch die Reaktion ist etwas geringer bei diesen Zellen. Auch die Zyklenfestigkeit hatte ich erwähnt, ja. Bei so einer alten Lithium-Kobaltoxid-Zelle ist es zum Beispiel so, dass die tatsächlich nur so 300 bis 500 Mal vollständig geh- und entladen werden und danach haben die nur noch 80% Kapazität. Also die verlieren halt immer mehr Kapazität mit der Lebensdauer. Das hat sicherlich jeder schon mal am Handy erlebt und so, wenn man einfach merkt, ich muss andauernd nachladen. Bei diesen neueren NMC-Akkus ist es halt so, das sind nicht 300 bis 500 Mal, das sind 2000 Mal. Also ihr seht auch hier, der Unterschied ist nicht so ein bisschen, sondern das ist richtig, richtig viel. Ja? Das ist schon ziemlich wichtig, so, also woraus diese positive Elektrode besteht. Also es gibt auch tatsächlich für Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, die jetzt in ihren Autos, weil die irgendwie Nickel-Lieferschwierigkeiten haben, auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus setzen, also in den E-Autos, was aber eigentlich eher ein Exot ist, weil bei gleicher Kapazität diese Dinger viel, viel größer und viel schwerer sind. Also eigentlich sind die für die E-Mobilität überhaupt nicht gut geeignet. Ja, man kann das machen, aber man muss natürlich dann damit leben, dass ich halt, wenn ich einen gewissen Platz für meinen Akku habe, dass ich dann halt einfach nicht so weit komme mit diesem Akku. Ja? Ansonsten sind die Lithium-Eisenphosphat aber sehr sicher und auch tatsächlich sehr langlebig. Also die haben auch Vorteile. Üblicherweise benutzt man diese Akkutypen eigentlich eher so im Bereich Photovoltaik, Speicher, da mir da in der Regel der Platz eigentlich egal ist und auch das Gewicht. Ich stelle die mir irgendwo in den Keller oder so, da ist es mir eigentlich wurscht, da zählt für mich Langlebigkeit und Sicherheit. Ja? Und das sind die zwei Riesenfaktoren, die diese Akkus besonders interessant zum Beispiel für PV machen. Für E-Autos eigentlich nicht. Ich denke, das ist eher bei Tesla aus der Not heraus entstanden. Okay, zurück zum MMC-Akku. Wie gesagt, das ist der Akku im Moment, der eigentlich der gebräuchlichste ist für E-Mobilität und für viele, viele andere Anwendungen und das aus vielen guten Gründen, die ich eben genannt habe.
Jetzt die Frage, warum wollen wir überhaupt einen neuen Akku? Wo ist das Problem an dem Ding? Wenn der so toll ist, warum benutzen wir den nicht einfach die ganze Zeit? Und das Problem ist ein ganz einfaches, das ist dieses C. Und das C steht für Kobalt und Kobalt ist ein Schwermetall, was zum Großteil aus der Demokratischen Republik Kongo gewonnen wird oder gekauft wird. Und das zählt zu den sogenannten Konfliktmaterialien. Und Konfliktmaterial heißt eigentlich einfach nur so viel, dass es da unter total menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Also auch mit Kinderarbeit und also umweltmäßig braucht man gar nicht drüber zu reden. Das ist wirklich schlimm eigentlich, okay? Also es ist ethisch einfach wahnsinnig problematisch. Und nicht nur das, es ist auch noch wahnsinnig teuer. Das macht die Akkus tatsächlich auch noch teuer. Also, was wollen wir? Wir wollen gerne einen NMC-Akku haben, also von den Eigenschaften her, aber ohne Kobalt am besten oder mit ganz wenig. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt ist tatsächlich NMC-Akku auch nicht NMC-Akku. Ja, es gibt da auch noch verschiedene Anteile, also wie viel Nickel, wie viel Mangan und wie viel Kobalt ist da drin. Und ihr könnt euch schon denken, wo die Reise hingeht. Im Moment ist es halt mega viel erforscht und es wird wahnsinnig viel daran gearbeitet von vielen Forschern. Ich blende hier immer ein paar Quellen ein, wo ihr einfach mal seht, wo das gemacht wird. Auch Tesla arbeitet da dran. Und zwar daran, möglichst nickelreiche Akkus herzustellen. Das heißt, bei dem NMC das Nickel hoch, Mangan und Kobalt besonders runter. Aber Kobalt ganz besonders soll nach unten gehen. Und da gibt es tatsächlich auch krasse Entwicklungen. Zum Beispiel einer, der nennt sich NMC 811. Also könnt ihr auch zum Beispiel googeln oder NCM. Da müsst ihr gucken. Das ist, wie gesagt, mal so. Und das steht dafür, dass der Nickelanteil bei 80% steht. Dafür die 8. Und die anderen beiden Anteile bei 10%, ja. Also das heißt, ich habe hier auf einmal nur noch einen ganz kleinen Kobaltanteil. Vorher, also der originale NMC-Akku, sage ich mal, hatte alles gleiche Anteile, also alles 33,33%. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass das halt einfach immer noch der meistverwendete Akkutyp ist auf der gesamten Welt. Also das ist der Lithium-Akku schlechthin, ja. Und deswegen ist diese Entwicklung auch so wahnsinnig wichtig. Okay, also ich glaube, ich habe deutlich gemacht, irgendwie Kobalt muss raus, ja. Und jetzt urplötzlich kam eine Nachricht, da bin ich fast aus den Latschen gekippt. Dann sehe ich auf einmal, es gibt sogenannte NMX-Akkus von einem chinesischen Unternehmen namens S-Volt und die werden jetzt in Serienproduktion rausgehauen, ja. Und NMX steht für so viel wie Nickel, Mangan, nix, ja. Also da ist kein Kobalt mehr drin. Das heißt, es sind kobaltfreie Akkus und das ist echt krass, also und einfach so, also keine Ahnung, es kam für mich wie aus heiterem Himmel. Ich habe mir das genauer angeguckt und es sieht so aus, dass die im Moment zwei verschiedene Akkutypen rausbringen. Also es sind halt so große Blöcke mit jeweils 115 Amperestunden und 226 Amperestunden. Und die Zellchemie besteht zu 75% aus Nickel und zu 25% aus Mangan. So, und eigentlich es ist tatsächlich so, dass man das Kobalt hier jetzt auch wegen der thermischen Stabilisierung verwenden müsste. Also das heißt, der Akku müsste eigentlich unsicher sein, aber angeblich tatsächlich haben die es irgendwie durch irgendwelche Beschichtungen, durch irgendwie geschickte Elektrolyte, also wieder diese Feinstarbeit, von der ich gesprochen habe, ja, im Akku hinbekommen, dass das Teil stabil und gut ist. Also was wirklich krass ist. Und man muss sich halt nochmal klar machen, das ist das einzige Unternehmen auf der Welt im Moment, das das hinbekommen hat. Also wirklich eine Menge Unternehmen arbeiten daran, soweit ich weiß, auch Tesla. Und das hat mich dann schon überrascht. Okay, welche Daten kennen wir jetzt über diesen NMX-Akku? Also was haben die bisher rausgegeben? Wie gesagt, der wird auch geliefert. Ich habe natürlich schon geguckt, ob ich so ein Teil bestellen kann. Geht leider noch nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, eher so Großkundenmarkt und auch im Moment eher nur in China. Aber ich denke, da wird was kommen, auch hierüber. Die Energiedichte beträgt angeblich 240 Wattstunden pro Kilogramm, was viel ist. Es ist wirklich ziemlich gut, ja. Also damit sind wir schon wirklich an der Spitze von Lithium-Akkus. Also es gibt noch Nickel, Kobalt, Aluminium-Akkus, die liegen noch ein bisschen drüber, aber ich sag mal, danach kommt schon das, ja. Also das ist halt echt gut und das liegt genau auf demselben Level wie die bisherigen NMC-Akkus. Also wirklich, wirklich gut. Die Zyklenfestigkeit angeblich 2500 also Zyklen, bis man dann 80% Restkapazität erreicht hat, was tatsächlich besser ist als die NMC-Akkus. Also das ist wirklich viel, das ist saugut. Also wir gehen damit wirklich schon in Richtung dieser Lithium-Eisenphosphat-Akkus, was sehr, sehr beachtlich ist. Ja? Und also laut
Laut Aussagen des Unternehmens ist es wohl tatsächlich auch so, dass diese NMX-Akkus sicherer sind als die bisherigen NMC-Akkus, wobei das nicht näher definiert wurde. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Informationen. Das war mir dann doch ein bisschen zu dünn, aber angeblich sind die sicherer, was auch immer das bedeutet dann halt. In Zahlen stand da leider nichts. Die Lieferung beginnt bereits. Und angeblich, wie gesagt, ich habe es auch, also da auch keine Zahlen gefunden, leider sind die auch preisgünstiger als bisherige NMC-Akkus, einfach nur aus dem Grund, weil ich auf Kobalt verzichte, werden die anscheinend günstiger. Also das fände ich auch erstaunlich. Wobei auch da muss man halt gucken, wie gut können die jetzt mit dem bisherigen Markt konkurrieren, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Firma ist. Da müssen wir mal gespannt sein. Wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gefunden. Ich versuche auch mal mit denen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht antworten die mir. Ich wäre sehr neugierig. Aber wie gesagt, die Lieferung beginnt bereits und wenn das alles stimmt, was die sagen, ja, und ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zeigen, da werden vermutlich die ersten Leute anfangen, das zu testen, weil das, wie gesagt, eine kleine Sensation ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Akkutyp ist, der bald in den meisten E-Autos zu finden ist. Also das ist wirklich schon eine krasse Sache, ja. Mich wundert, dass das bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es einfach an der nicht vorhandenen Marketingabteilung von der Firma. Ich glaube, wenn Elon Musk, also irgendwie ein Tesla oder sowas, das hinbekommen hätte, die würden richtig Radau schieben. Also ich glaube, da käme eine Nachricht nach der anderen, 50 Battery Days, also das ist halt einfach eine krasse Nummer, ja. Oder es liegt noch was im Busch. Und die Werte sind doch nicht ganz so toll, wie sie behaupten. Das kann auch sein. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe leider keinen hier und kann es nicht nachmessen. Aber ich werde das mega im Auge behalten. Und sobald ich irgendwie mehr Infos habe oder so, kriegt er die natürlich sofort von mir. Auf jeden Fall mega spannend. Ich bin mega gespannt, wann man das Teil hier auch irgendwie kriegen kann und wie es da weitergeht. Und ob das wirklich der neue Akkutyp schlechthin wird. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das auch so interessant und ich konnte euch ein bisschen was beibringen heute. Vielleicht war es die ein oder andere Neuigkeit für den einen oder anderen bei. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like. Ich freue mich mega über sowas und sagt dann bis zum nächsten Mal. Quellen und Literatur, die ich hierfür verwendet habe, alles in der Beschreibung natürlich, wie immer. Ja. Macht's gut.